Also als YouTuber bist du natürlich sehr krass mit digitalen Medien einfach beschäftigt, weil alles, was du machst, geht darüber. Ne? Also ich meine, du hast ja schon mal YouTube generell als Plattform, über die du dich am besten verbreitest und vermarktest. So, das ist so dein Standbein. So, und danach musst du natürlich immer noch die Connection halten zu den Followern. Und das bedeutet, du musst halt immer alles bestens verstehen über die, also über die Trends und über die Art und Weise, wie die User auf Facebook, auf Instagram, auf Snapchat, auf Twitter diese Plattform jeweils benutzen. Und dementsprechend benutzt du sie auch selber eine ganze Menge. Und weil man muss halt versuchen, immer in Touch zu bleiben. Das ist eine verdammt gute Frage. Das ist, die wurde mir auch noch nie gestellt. Da muss ich mal kurz überlegen. Also ich meine, was hat man beim Fernsehen? Das Fernsehen hat ja zum Beispiel das Problem, dass sehr, sehr viel gefaked wird, aber niemand anderes da ist, um diese Fakes aufzudecken. Das heißt also, es braucht schon ein geschultes Auge. Man muss es gelernt haben, um zu verstehen, wo gefaked wird. Zum Beispiel bei RTL oder auch manchmal bei ProSiebenSat.1 oder so. Und bei YouTube, da kennt sich halt jeder aus. Ne? Da sind Leute da unterwegs, die sind auch teilweise noch, sag ich mal, 20, 21 oder vielleicht sogar noch jünger, die einen eigenen Kanal haben, eine riesige Reichweite und nicht genau einschätzen können, wann sie etwas zu durchsichtig gemacht haben, wenn sie was faken. Und dann wird das sofort von anderen YouTubern ganz schnell aufgedeckt. Und deswegen, man kriegt vielleicht ein besseres Gespür dafür, was real ist und was nicht real ist. Und ich glaube, das bringt schon eher den Vorteil, dass man da ein bisschen gar nicht so leicht täuschbar ist, glaube ich. Aber was auch sehr cool ist, ist halt, dass man vielleicht beginnt, eine eigene Meinung zu entwickeln, einfach weil man diese Kommentarfunktion hat. Beim Fernsehen, da wird dir eine Meinung vorgegeben, ne? Ja. Und dann hast du die oder hast du sie nicht, aber es redet keiner mit dir darüber. Höchstens jemand, der jetzt hier neben dir sitzt und Fernsehen schaut mit dir. Aber bei YouTube kannst du halt mal schauen, ja, was habe ich denn für eine Meinung dazu, kann mir eventuell noch andere Meinungen in den Kommentaren durchlesen und meine daraus bilden. Und ich glaube, das ist nicht verkehrt, dass man da auch als Teenager dann die Möglichkeit hat, selber seine Meinung leichter zu finden, glaube ich. Ich denke, das hast du ständig im Leben. Es gibt immer so die Leute, die halt etwas vorleben, was man aus der einen Position nicht als so förderlich sehen kann, weil es irgendwo gesellschaftsfeindlich ist oder in irgendeiner anderen Art und Weise Leuten schadet. Und dann gibt es halt die anderen, die machen das weniger. Es ist halt immer, das Interessante ist, es ist immer für irgendwelche Leute ein Vorbild. Aus irgendeinem Grund. Und diese Vorbilder, die gab es schon immer, denke ich. Nur jetzt kannst du das noch mehr mitkriegen, solche Entwicklungen, weil es halt YouTube ist und dadurch alle es sehen können. Und es ist zweifellos ein Nachteil, dass solche Leute, wie jetzt zum Beispiel Mert, viel leichter mehr Gehör finden können und viel leichter eine riesige Plattform geboten bekommen können. Genauso wie auch dann zum Beispiel die AfD oder sowas. Also es sind ja nicht nur YouTuber, sondern auch Politiker oder was weiß ich, welche Extremisten oder sowas. Das ist auf jeden Fall leichter geworden, für die mehr Plattform zu kriegen, aber theoretisch das Problem gab es, glaube ich, schon immer. Nur es ist jetzt halt ein bisschen leichter für die geworden. Ja. Ist ein Nachteil. Ja. Aber wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Ne? Das ist ja. Schön ausgedrückt. Ja. Ja, das ist eine ganz schwierige Sache am Anfang gewesen, wenn man dann so die ersten Schritte auf YouTube macht, weil man weiß nicht, will man jetzt mit denen diskutieren oder nicht. Am Ende habe ich mir dann meine Gedanken gemacht und auch geschaut, was so andere YouTuber sagen. Meine Meinung ist dann am Ende die geworden, dass die Leute wahrscheinlich, wenn sie dann kommen und haten, die haben irgendeine Wut in sich, ne? Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht hat die Freundin mit jemand anderem geschlafen oder rumgemacht oder heute wieder eine 6 in Mathe bekommen, obwohl man es ein paar Wochen gelernt hat. So. Und dann hat man eine Wut. So. Und die muss irgendwo raus. Also suche ich mir da gehe ich mal durch YouTube durch und schreibe jedem, den ich finde, erstmal einen scheiß Kommentar. Aber ganz ehrlich, ich finde, okay, dann sollen die lieber ihre Wut da rauslassen, weil da machen sie nichts kaputt. Sondern dann lassen sie da ihren ganzen Frust raus. Ich kann sie auf stumm schalten, wenn ich das nicht sehen möchte. Das heißt, sie sehen nicht, dass niemand sonst die Kommentare nicht sehen kann. Sie können aber froh weiterschreiben, ihre Wut weiter an mir auslassen. Ich sehe es auch nicht mehr. So, und lieber machen sie sowas, als dass sie rausgehen und ein Fahrrad kaputt machen oder irgendeinen anderen Scheiß machen. Und deswegen finde ich das, also sollen sie es machen. Also Hate muss man wirklich da rein und da rauslassen, weil sonst macht es dich fertig psychisch, wenn du da zu viel Wert drauf legst.